Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Star Wars Republic Commando. Ich liebe dieses Spiel und ich werde es Let's Playen. Habe ich alles richtig? Ja, ich denke mal schon. Gut. Ja, ich muss das ein bisschen tweaken, damit ich dann HD spielen kann. Denn sonst wäre ja Fail, ne? So. Starten wir. Neues Spiel. Der Anfang. Dies wäre unglaublich. Willkommen, Kleiner. Heute ist Ihr erster Tag. Ihr Rufname lautet RP01-138. Wir setzen große Erwartungen in Sie. Sie wurden in schwierigen Zeiten geboren. Ein scharfer Verstand kann der Schlüssel zum Überleben sein. Aber oft werden sie nur durch ihre angeborenen körperlichen Talente überleben. Es scheint mal ein Problem mit den Schatten zu geben. Ja, ist nicht 640 mal 84, das ist Fail. Schatten, Teamschatten. Ich guck gleich mal. In diesem Punkt sind sie ihren gewöhnlicheren Brüdern überlegen. Sie sind ein Kommando, eine Eliteeinheit, etwas ganz Besonderes. Ihre Waffen, ihre Rüstung, und vor allem ihre Brüder. Die Eiwa unserer Welt jagen in Herden, um größere Beutetiere erlegen zu können. Auch sie werden mit drei Brüdern zusammen zu Jägern im Dienst der Republik werden. Schließen Sie sich jetzt Ihrer Truppe an. Nehmen Sie Ihr Schicksal als Ihr Anführer an. Als Delta-Leader. Delta 4-0. Ihr Fundament? Ein reiner, unkomplizierter Soldat. 6-2, Herz und Seele ihres Teams. Und 07, der erbittertste Jäger ihrer Brüder. Sie alle sind Teil eines einzigen Wesens. Und die Republik wird von ihnen erwarten, dass sie sie verteidigen und wenn nötig ihr Leben geben. Sergeant, schaffen Sie die Soldaten in das Kampfschiff! Alles startbereit! Neues Kampfschiff! Okay, Gruppe B, Bewegung! Los geht's! Die Geschütze nach 8 an! Munition laden! Los, los, los! Sir, wir springen getrennt ab und stoßen am Treffpunkt auf Geonosis wieder zueinander. Bis bald, Sir! Ja, das war das erste Level. Ich fand's toll. Es herrscht Krieg in der Galaxis. Die Geheimwaffe der Republik, eine riesige Klonarmee, wird zum ersten Mal eingesetzt gegen die separatistischen Druidentruppen. Hoch über dem Chaos bereitet sich das Elite-Kommando des Delta-Teams auf seine erste Mission vor. Stunde 0. Klonkriege. Geonosis. Charlie Vessel's approach is not stare off with the glory. Has not responded to signals, but is believed to be a techno-union armed transport. Full attention, Vessel, offensive interior action. Stand by. Willkommen auf Geonosis. Freut mich, dass Sie sich inzwischen von den Simulatoren abgenabelt haben. Ich bin ab jetzt Ihr Berater und werde sämtliche Einsätze, die Sie erhalten, von oben überwachen, bis wir alle tot sind.
Sobald Sie auf dem Boden sind, stoßen Sie zum Delta-Team vor. Delta 6-2 ist in der Nähe. Finden Sie ihn. Das ist Ihr erstes Ziel. Das Ziel für das Team bleibt. Finden Sie Sun Fek und vernichten Sie ihn. Ich gebe Ihnen während der Mission weitere Befehle. Viel Glück, Kommando. Der geonosianische Chef, Chief, Lieutenant Sun Fek, muss ausgeschaltet werden. Das Delta-Team wurde getrennt in die vom Krieg gebeutete Arena geschickt und soll weiter vorrücken. Es muss sich wieder vereinen und für Sun Feks Ableben sorgen. Koste es, was es wolle. Wir sind über dem Zielgebiet. Seilen Sie sich ab! Achtung! Ich werde Sie nach Bedarf mit taktischen Informationen versorgen. Sorry. What was that? Taktische Informationen erscheinen auf Ihren HUDs als holographische Projektionen. Textnachrichten werden in diesem Bereich angezeigt. Hier sind Ihre Befehle. Ihr Primärziel ist der geonosianische Anführer Sun Fek. Delta Leader, Sun Fek darf auf keinen Fall entkommen. Alles klar, merken wir uns. Delta Leader, geht es Ihnen gut? Sie wurden getroffen, Ihre Vitaldaten sehen nicht gut aus. Heilen Sie sich mit dem Bagdad, bevor Sie weitergehen. In Ihrer Nähe ist eine Krankenstation. Ja. Ohne Tipps, ich kann das Spiel. Vielleicht sollte ich mal... Wieder, Ihre Vitaldaten stehen bei 100%. Sie können alles klar. Sie sind im Schützengraben. Rückzug zum Gamma-Sektor. Rückzug! Neue Ziele wurden geladen. Gehen Sie zum abgestürzten Kampfschiff. Eine Anzeige wird aktualisiert. Die Einsatzzielanzeige zeigt in Richtung Ihres nächsten Ziels. Irgendwie ist das ein Fail. Jetzt? Ja, geht doch. Ja, das ist ja richtig Sound hier. So. Ach so, der war leise, weil der gesprochen hat. Ja, gut. Das ergibt Sinn. Gut. Also, wir sind der Delta-Kommando. Und wir sind toll. Ja, mehr muss man nicht wissen, das war's. Spiel vorbei. Das war die ganze Story. Da ist so ein Teil. So, jetzt habe ich es abgeschossen. Jetzt ist da kein Teil mehr. Bin ich nicht böse. Ich gehe da mal hier hin. Und das hat Boom gemacht. Ja, die halten teilweise sehr viel aus. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich die einfach nicht treffe. Und ich keine Munition mehr habe. Dafür haben wir unsere Pistole. Denn die ist halt so, die kann nur... Ja, die lädt sich halt auf. Ich finde es toll, wie er sie hält. Aber ich möchte schon wieder Munition haben. So. Wieder so ein Teil. Oh, hier wäre auch gewesen. Naja. Es sind zu viele. Oh mein Gott. Ich höre etwas. Ah, hallo. Ist wohl was Gutes anstatt was Schlechtes. Ich dachte erst über was Schlechtes, aber naja. So, wir wurden zum ersten Mal richtig getroffen. Wir haben ein Schild. Und wir haben eine Gesundheitsleiste. Wenn der Schild aufgebraucht ist, geht die Gesundheit runter. Und die Gesundheit kann man mit Bacta-Container-Dinger wiederherstellen. Und der Schild lädt sich automatisch wieder auf. Ja. Genau. Hey, Teil 5, schau mal, Kommandos! Was? Ja, ja. Warum? Ja, bricht einfach ab, klar. Sir, sie begeben sich in feindliches Gebiet, da wimmelt es von Droiden und Bugs. Mir doch egal. Wir errichten Barrikaden als provisorische Verteidigungslinie. Droiden nähern sich ihrem Stand auf. Der Feind hat unsere Linie durchbrochen. Ja, toll. Tolle provisorische Verteidigungslinie. Ich kann die auch messern. Weißt du, das ist... Ich bin froh. Das Spiel ist mir zu einfach. Ne, Spiel. Hier. Schwer. Genau. Da kann ich auch quicksaven. Und das macht das Spiel noch einfacher.
Quick Save. Ja, merkt man gar nicht. Also ist schon toll. So, das sind so explosive Dinger, die, wenn man drauf schießt, macht halt Boom. Sie nähern sich einer Geschützstellung, die Ihnen Ärger machen könnte. Nehmen Was Sie die Hölle? Thermalgranaten von der Munitionspalette und zerstören Sie die Geschützstellung. Ich wollte mich hinlegen, aber X ist anscheinend nicht hinlegen. Ja, es gibt den taktischen Modus, den Restlichtmodus und halt den normalen Modus. Also der taktische Modus, das werde ich später noch erklären können. Restlichtmodus ist auf jeden Fall praktisch Nachtsicht, ne? So, hier ist wieder ein Bagdad-Container, aber ich habe ja schon maximale Gesundheit. Ja, I love it. Ne, ist ja langweilig. Erstmal hier einsaugen. So, jetzt mache ich das mit meinem Film. So. Sehr beeindruckend, Dreier. Danke. Ich liebe dich, mein Freund. Und das war Grieche, ne? Das ist ja toll. Ich mache hier aber eben einen Cut und gucke nach, wie das so mit dem Sound ist. Oder auch nicht. Das ist, ja, Scorch. Er ist ja nett von dir. Zerstören Sie den Bunker für mich. Gut, ich kann kaum erwarten, etwas in die Luft zu jagen. Und das war die Stimme von uns. Anders als in anderen Spielen kann man jetzt sprechen. Und man kann Befehle geben, denn man ist ja der Anführer. Zum Beispiel macht er jetzt hier Sprengsatz platzieren, das können wir aber auch. Ist also sehr toll. Ja, jetzt können wir nämlich Folgendes machen, und zwar... Bumm. Jetzt kommen hier so Geonosianer. Wir haben hier schwere Geschütze. Kampfschiff Haken ist unterwegs. Alles klar. Wow. Haha. You got owned. Das war das erste Level, Leute. Wir sehen uns im nächsten Level. Weiter so, Kommandos. Ich überwache vom Kampfschiff aus Ihre Fortschritte und liefere Ihnen wichtige Informationen. Kommt der? Im Moment ist keine Verstärkung verfügbar. Geben Sie sich gegenseitig Deckung. Okay. Hinein ins Nest. Denken Sie daran, Delta Leader. Ihr Primärziel ist Zanfek, aber Ihr nächstes Ziel ist es, Delta 4.0 zu finden. Na klar. Da gibt's Munition für uns. Yay, I love Munition. Können wir auch mal machen. Just for fun. So, da hier wird noch eine Bagdad-Station, aber wir sind immer noch voll. Ist er voll? Ja, ist er. Oder? Können wir mal testen. Unten links ist ja so ein grüner Punkt. Also, da drunter steht ja 6-2. Und das ist halt der grüne Punkt zeigt an seiner Lebensanzeige. Also wäre der gelb, dann wäre er halt mittelhaus Leben, rot wäre er fast tot und so. Und ja. Leute können nicht sterben hier in diesem Spiel, also, ne? Kann man selbst eigentlich sterben? Ich glaube nicht. Da muss man einen Teamkameraden holen, der einen dann wiederbelebt. Wir können es mal testen nachher, aber auf jeden Fall, wenn Teamkameraden kein Leben mehr haben, dann sie fallen die praktisch in Last Stand und man kann die wiederbeleben. Also man muss die wiederbeleben. Bewegung. Man kann aber auch anderen befehlen, die so wiederbeleben. Bugs mit Stöcken, ja, ist nicht so toll, ne? Das sind halt die Bugs, ne? Die Geonosianer. Delta 4.0 ist auf der anderen Seite der Tür. Sprengen Sie die Tür. Ich sage ihm, er soll sich in Sicherheit bringen. Ja, und das machen wir jetzt mal selbst. Das sieht dann so aus. Und ja, das kann auch, die Zeit kann auch variieren, die das dauert. Der Sprengsatz ist scharf. Sie sind dran, Boss. Zurück, Deltas. Ein hübsches Feuerwerk. Ah, hallo. Das ist Findl. Ich klinke mich in die HOD ein, Sir. Delta Leader, 4.0 soll den Sicherheitsschild hacken. Wenn das einer kann, dann er.
4-0 ist praktisch der Hacker.